Hallo und herzlich willkommen bei Subnautica. Ich habe den Kommentar gelesen. Herzlichen Dank dafür, dass ich da was wegnehmen muss. Also. Ich muss da was entfernen und dafür brauche ich. Ups, da geh hoch. Dafür brauche ich noch ein Gerät. Signale, Ausrüstung. Aha. Oh, ich hab's eh mit. Okay. Wir können die zweite Pressluftflasche, die nehmen wir auch mal mit. So, die Sachen nehme ich mal sicherheitshalber alle mit. Einmal hinauf. Genau. Also ihr habt es mir gesagt, dahinter ist was. So. Da ist da. Ah, da haben wir das. Ja, okay, das Ladungsrohr dafür. Dann ist nur noch die Frage, womit man es ladet. Weil mit den Torpedos geht's nicht. Da haben wir noch nichts. Gut, müssen wir rausfinden. 100% voll, das ist sehr gut. 100, 100, 100. Sind wieder alle voll. Ich habe natürlich vorher die Bäume davor gesetzt, ja? Keine Sorge. Was bringt mir jetzt der Decor Launcher? Müssen wir schon mal rausfinden, was da reingehört. Ich würde sagen, wir versuchen heute mal mit der Zyklop zu fahren. So. Das wird interessant genug werden. So. Da unten haben wir schon Hai. Die reagieren jetzt aber gerade nicht, oder? Nö. Da haben wir eines der Wracks.
Muss ich höher? Ja, ich muss höher. Also gut, hier reagiert noch nichts. Aber das ist ja auch nur auch quasi das Zeug, was man von Anfang an hat. Da haben wir einen Infizierten, ne? Gehen wir mal nach unten. Rig for Simon running. Warning. External hull damage detected. Mhm. Wo ist der? Damage. Okay. Nur die Frage, wo ist der jetzt? Theoretisch sollte ich das ja hinten sehen. Warning. External hull damage detected. Ja, ist mir schon klar. Weil solange es jetzt ruhig ist. Man muss das richtige Werkzeug natürlich rausnehmen. So, waren nur zwei. Welcome aboard, Captain. All systems online. So. Ja. It's low. Das Problem ist, dass ich da unten jetzt nirgends quasi umstellen kann. Das heißt, wenn ich jetzt auf Schleichfahrt gehen will. Silent Running und ich drücke auf die Hupe. Oh Mann, ich bin doch doof. Bin jetzt auf leise. Ist
sind das für Punkte da unten? Ah. Deswegen Silent. Was machst du jetzt? Vor allem, wo bist du? Man hört Unterwassergeräusche. Oh. Also hier empfiehlt sie sich in Schleichfahrt, okay. Gut, so interessiert er sich nicht für mich, aber wie ich drin tue, noch verstehe. Ja, mach nicht so einen Lärm da oben. Bin ja auch ganz leise. Nachteil ist halt, man ist wirklich langsam. Ich würde da gerne aussteigen, aber ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Wir probieren es aus. Wo war denn das gerade? Ach, da. Ah, da haben wir ein Dings. Oh. Das ist verdammt nah gewesen. Ah, da haben sie auch die Texturen verändert, okay. Weißt du jetzt nicht, was das war? Muss ich mal jetzt anschauen? Nein, nicht zwei. Tab. Was habe ich denn jetzt alles aufgenommen? Lithium, Quarz. Es ist echt doof, wenn man die Symbole nicht mehr kennt. Aber es kommt schon wieder, also das ist ja nicht das Problem. Also Quarz und... Salz und Lithium habe ich jetzt. Salz war immer klar. So. Bleiben wir mal lieber auf Schleichfahrt. Ist, glaube ich, sinnvoller. Wir schauen mal weiter, wie die restliche, wie der Rest reagiert auf mich.
Es ist natürlich möglich, dass ich jetzt nicht alle Secrets habe von dem Update, weil ich nicht neu gestartet habe. Was ist das da unten? Keine Ahnung, aber eigentlich möchte ich es mal anschauen. Schauen also jetzt so aus Sandsteinablagerungen. Ach, das ist Sandstein jetzt. Und das da, das weiß ich immer noch nicht. Oh, wieso ist in dem Sandstein nur Gold drin? Achso, wobei ich gehört habe, Rezepte haben sich ja auch wieder verändert. Oh, ich habe keine Batterie mit. Das haben wir uns noch gar nicht angeschaut gehabt. 6 Rezepte haben sich ja geändert. Gold soll jetzt wieder mehr wert sein. Machen wir wieder zu. So. Das Batterieladedings habe ich nicht mit. Ist natürlich ziemlich kurzfristig. Ich habe nicht immer Batterien mit, das gibt es nicht. Moment. Das kann es nicht sein. Da ist eine Batterie zum Beispiel. Oh, die hätte ich schon laden können. Gut. Da ist noch eine Batterie. Ja. So, dann gehen wir die zweite da dazu. Haben wir da irgendwas Interessantes jetzt gehabt? Quarz, Blei, Gold, Silber, Lithium. Zweimal Silber, cool. Schauen wir mal kurz einmal. Also ich meine, das sind die Grundrezepte, das ist klar. Erweiterte, dann schauen wir da mal. Das ist gleich. Wobei, ja. Das ist, glaube ich, auch gleich. Das ist gleich. Ah! Der Computerchip ist deutlich billiger geworden. Ich brauche nur noch Gold statt Silber. Das ist ja cool. Ich habe jetzt natürlich keine Tischkorallenprobe mit Kupferdraht dafür. Na gut, das ist wurscht. Kupfer findet man ja massig. Das ist alles gleich. Das passt. Was haben wir da? Das kostet immer noch das Gleiche. Das Gleiche. Auch gleich. Das ist auch zweimal Glas. Okay. War das nicht nur einmal? Bin mir gerade nicht sicher. Der Kompass, Kupferdraht und Computerchip. Computerchip. Okay. Das kostet das Gleiche. Ja, aber mit Gold ist dann deutlich einfacher, wenn man für die ganzen Computerchips nicht mehr Silber suchen muss. Und die Frage, ob es nicht zu einfach wird, aber das werden wir sehen. Passt. Okay. Also das war diese Erleichterung. Okay. Gut. Wir könnten Tischkorallen brauchen. Die Ressourcen schauen da anders aus. Ich finde ja nie wieder was.
So, probieren wir es einmal. Ups. Sag mal. Mal weiter runter. Welcher Höhe sind wir denn jetzt? 400 Meter. Ich muss was essen und trinken, okay. Könnte ich jetzt natürlich da, oder ich mache es jetzt mal einfach. Moment. Wir haben doch hier. Einmal, nochmal. Machen wir das so. So, sinken wir mal so. Bin mal neugierig. Weiß auch nicht, ob ich jetzt überhaupt leise Fahrt brauche. Meter. Komm, dass ich zu nah an der Mauer dran bin. Da machen wir da weiter. Jetzt sind wir gleich auf 800 Meter. Geh mal da runter. Ich sehe, dass ich nicht viel sehe. Geh mal runter, weiter. Caution, passing safe depth. Oh, Tatsache. Ahead standing. Das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist die Antwort nein. Thank you.
Okay, da ist eine Wand. Warning, calculating. Ahead flank, emergency speed. Okay, also damit steigt man richtig schnell. Allerdings halt auch verdammt laut. Wirklich laut. Also eine Menge Sachen zum Ausprobieren. Bin ich da jetzt schon wieder im Normalen? Ja. Jetzt drehe ich wieder leiser. Ich weiß nicht warum. Und ihr seht, da kommt man ganz gemütlich nur nach oben. Das heißt, da sehe ich im Prinzip nur Feinde. Wenn ich die sehe, bevor sie zuschnappen. Ja, er reagiert nicht auf mich. Zumindest nicht in der Schleichfahrt. Wie viel Energie hat mich das kostet? 20%. Circa halt. Okay. Also den Haien bin ich scheinbar wirklich egal. Gut. Da mal ein bisschen Quarz. Immer da auch noch Sandstein. Ist die Frage, ob wir unten auch gleich angegriffen werden, wenn man in Schleichfahrt runterfährt. Oder ob das nach dem Update mal Lösung gewesen wäre, einfach auf Schleichfahrt gehen. So, ich sehe gar nichts. Immer nach oben. Auch hier sehe ich nichts. Wie weit bin ich weg? Oh, ganze Stücke. Okay. Also im Großteil der Zeit heißt es jetzt einfach langsam fahren. Bin ich gerade auf Sinken? Ja, oh ja, bin ich. Oh. Was?
Wenn wir da sinken. Aha, so sieht man da also. Da haben wir einen. Das heißt, sie haben den jetzt im Prinzip wieder gefährlicher gemacht, weil der Zyklop konnte ja nichts tun. Und so müssen wir mit der Zyklope wenigstens auch aufpassen. Da ist er wieder, ja. Was haben wir da? Aber greift nicht an. Er ist nur angestupst. Macht einen Unterschied. Eigentlich wollte ich da aussteigen, aber ich habe mir das gerade anders überlegt. Jetzt stupst mich der schon wieder rum. Seite ist sowas Auffälliges, müsste man gar nicht. Ich komme nicht raus, ohne dass der da dann sofort da ist. Lass mich wieder losgehen. 75% Energie ist okay. So ist man halt jetzt wirklich verdammt langsam. Aber wir sind in Schleichfahrt, ist es halb so wild? Also die nächste Frage war, ob mein Perpetuum Mobile noch funktioniert mit der Energie. Schauen wir einfach mal, jetzt sind beide Energiezellen voll. Nehmen wir uns noch eine Energiezelle mit und tauschen wir die mal. Da kommt eine volle rein. Bis zu 47%, das ist okay. Okay. Schauen wir halt einmal. Dann nehmen wir hier und geben das her. So. Was kann ich jetzt endlich? Nee, kann ich doch nicht. Gut. So, rein und rein. Jetzt schauen wir mal. Wir haben gerade 99% Energie. Ja, die Batterie wird jetzt nicht extrem abgesaugt. Aber ich bekomme ganz schön Batterien aufgeladen. So, ich würde sagen, wir erkunden hier das nächste Mal weiter. Ich möchte natürlich noch bei den anderen Tieren sehen, wie sich die im Verhältnis verhalten, also wie die jetzt verhalten. Ich damit verhalten. Und ob es Wesen gibt, die mich auch so angreifen. Eigentlich müsste es ja schon geben.
Also jetzt rein logisch gesehen, ja, muss es Wesen geben, die mich angreifen. Ich meine, die waren ja immer friedlich. Den Reaper hat man schon. Der uns gleich mal 2 Schäden gemacht hat, wie er angegriffen hat. Aber ich finde es auch schön, dass die Schäden dann auf der Seite sind, wo er angreift. Finde ich gut gemacht. Also nicht, dass dann irgendwo random zu sind, sondern dass man nachvollziehen kann, wieder hat er dich angegriffen. Was ist denn das? Geh da mal kurz runter. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Nee. Ja komm, dann gehen wir noch ein Stück runter. Sagt er aber beim nächsten Mal. Ja, also ich sag tschüss, tschau, baba. Bis zum nächsten Mal. Das ist sehr interessant hier. Cool, schaut so. Okay, also dann. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ja, und hier gehen wir weiter beim nächsten Mal. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.